Dann fahren wir nach Frankfurt, Stadion wird voll sein. Ja Leute, wir gehen jetzt rein. Wird gut, wird gut. Der Daniel verdaut jetzt seine Kichererbsen. Aber in Bewegung bleibt. Ja, die Handschuhe sind zu klein. Das heißt, wenn ich jetzt hier treffe, treffe ich nur mit meinen Fingern. Also Leute, wir sind jetzt hier zu dritt. Wir holen jetzt noch den Joe. Dann fahren wir nach Frankfurt. Wird ein geiler Tag, gutes Wetter, Stadion wird voll sein. Viele Freunde sind gekommen. Da nochmal riesen, riesen Dank an euch. Ohne euch ist alles nichts wert. Ne? Man ist nur das, was die Zuschauer sehen. Und wir kriegen dann was richtig Geiles auf die Beine gestellt. Wir sind, glaube ich, 80 oder 100 Leute. Also mega, mega geil. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der Zeit mit Familie, Freunden auf der Arbeit opfert, um dann nach Frankfurt zu fahren, nur um mich zu sehen. Riesen Shoutout da. Und wir fahren jetzt los und wird ein geiler Tag. Let's go, Baby. Let's go. Das ist der Joe. Moin, Jungs. Ich freue mich auf den Kampf von Daniel und Elias. Ich war lange nicht mehr auf so einer Veranstaltung. Und meine letzte war in Gießen, als Daniel seinen Gurt verteidigt hat. Ja, Peter? Ja, ich grüße dich. Wir sind auf dem Weg. Ich bin jetzt da. Ja Leute, wir sind jetzt angekommen. Jetzt gibt es für mich eine kleine Stärkung hier von Löwenanteil. In diesem Sinne keine Werbung, Fairtrade, ne? Gutes Bioprodukt. Eschern ziehe ich mir immer vorher rein. Der Elias kommt gleich auch. Wir warten jetzt noch, bis wir die Benchen bekommen. Dann gehen wir rein, dann kommt der Kampf. Und bin einfach happy. Super gutes Wetter. Ein geiles Lied, haben wir auf der Hinfahrt gehört. Ja, mal schauen, wie das auf den Boxen wird. Ich werde gleich noch fragen, ob wir meinen Trailer auf der Leinwand spielen können. Das wäre ziemlich cool. Wird ein geiles Kampf, geiles Event. Ich muss jetzt erstmal was essen. Ah, Peter, nochmal. Ja, klar, das machen wir. Wir haben hier nette Mädels, gute Kämpfe, tolles Programm. Wir haben Feuerspucker hier, einen Rapper, der hier Busse Musik macht. Geiler kannst du uns sein. Freu dich doch mal ein bisschen. Du bist wieder mittendrin. Ich freue mich, wenn ich heimfahre und ihr gewonnen habt, dann freue ich mich. Und jetzt freue ich mich überhaupt nicht. Jetzt bin ich konzentriert. Also Leute, wir sind jetzt konzentriert. Jetzt geht es mir an den Nerven. Ja, wir holen jetzt die Tickets, die VIP-Bench für uns ab. Die hätten wir eigentlich gestern bekommen, aber den ganzen Stress ist untergegangen. Hey Rainer, grüß dich. Alles klar. Super. Hast du noch irgendwas, was du gern drauf hast? Nee, geht rein. Alles klar, jo. Viel Spaß. Sportler rein. Time to kill. Good luck tonight, gell? Ja. Alles so, mein Lieber. Ah ja, super. Der Grenk hat die anderen holen, dann gehen wir rein. Ne? Ich bin sehr gehypt auf den heutigen Tag. Ja, cool. Sehr. Ich rufe den Peter an. Peter, was soll ich für ein Teil holen? Der Peter, eigentlich L, aber machen wir XL. Hör ich nur von hinten, die Michaela, seine Frau, ruft. Nix, 2XL. Der Peter, was? Nee, ich hole XL. Nee, nee, 2XL, Daniel. Oh, wie geil. Ja, Leute, wir gehen jetzt rein. Haben jetzt alles bekommen. Wird gut, wird gut. 6x6. So. Bestell das, ja. Ja, das ist schon mal gut. Kann man sich nachher hier schön warm machen. Da hat man hier nachher den Auflauf. Wir gehen direkt raus, den Auflauf testen. Ja. Servus. Ja, aber. Hier werden wir dann rauslaufen, werden dann hier den Einlauf machen, wenn Musik läuft. Kommt mal mit, wir gehen direkt in den Ring. Der Boden fädelt auch sehr, sehr schön. Ja, also sehr stark. Gerade gezogen ist, aber ist klein oder meine ich das nur? Also von hier aus sieht er klein aus, vielleicht aber durch das Umfeld nur. Vom drin her sah er nicht das. Ja, aber. Moin. Ganz egal, ob du gewinnst oder verlierst. Natürlich wollen wir alles dran setzen, dass du gewinnst. Ist doch logisch. Deswegen sind wir hier. Wir wollen natürlich gewinnen. Ja, wollen wir gewinnen. Deswegen sind wir hier. Aber wenn dein Kopf mitspielt, dann kannst du auch gut gewinnen. Ruhig, boxen, ganz ruhig. Und wenn du willst, dann gibst du einen Befehl im Kopf, jetzt mal hart. Den Befehl, boom, dann mal hart. Also, mein Peter ist hier, ich fühle mich schön. Wir haben ein Kind mit seinem Vater unterwegs. Also, das ist nicht nur ein Mentor, der Mann, ist wie ein Vater geworden. Von meiner Seite habe ich alles gegeben von dieser Vorbereitung. Sehr hart, sehr intensiv, mit alles drum und dran. Und heute werde ich meine Beste geben, weil das ist meine große Chance heute Abend. Wir gucken uns gerade hier der zweite Kampf vom Abend an. Es ist noch Damenamateur. Reicht nichts an den
Triple D, den deutschen Dampfhammer, an, der heute Abend jedem hier die Show stehlen wird. Deswegen, bleibt dran. Schön ruhig, aber in Bewegung bleiben. Peter, zeig mal, was wir hier machen. Der Daniel verdaut jetzt seine Kichererbsenbrei, sein Kichererbsenbrei, damit er gleich nicht im Ring zur Eskalation kommt. Danke, Peter. Gerne. Super Bild gibt es hier für mich ab. Sehr gerne. Das steigert meine Moral hier damit. Hast du gedacht, Herbert ist hier ein viel gefragter Mann. Guck mal hier, Leute. Jetzt habe ich meinen Tiefschutz schon an, aus Angst, dass wir nachher Zeitprobleme haben. Jetzt quetscht er mir in den Bauch rein. Sehr unangenehm. Also ihr merkt schon, kurz vorm Kampf bin ich immer sehr weinerlich. Ich komme in so eine emotionale Nullzone. So. Nichts ist mehr wichtig. Man wartet eigentlich nur, bis es losgeht. Ist auch eine sehr schöne Phase. Aber wenn man die nicht richtig handeln kann, dann verlieren viele Boxer sehr, sehr viel Energie. Die machen sich dann Kopf, machen sich viel Druck. Das geht mit der Zeit weg. Da muss man schon gucken, dass man da cool bleibt. Zeigst dein Bestes und bis jetzt hast dein Bestes gezeigt. Ich will eine Rundenzahl hören, Herbert. Eine Rundenzahl? Letztes Mal lagst du ja falsch. Wir hoffen auf einen guten Kampf. Also alle zufrieden sind. Genau. Ja, schön. Oh, jawohl. Ah, schön. Ja, die sind jetzt original verpackt, nagelneu. Ja, extra für heute. Werden immer nagelneue, damit hier der Polster immer 100% frisch ist und man keine ausgelutschten, durchgeboxten Handschuhe benutzt. Gold. Ich habe eigentlich gedacht, ich kämpfe mit einer goldenen Hose, aber Gold und Blau, ja, passt schon. Oder? Ja, die Handschuhe sind zu klein. Jetzt müssen wir so kleine Handschuhe anziehen. Das heißt, mein Faust ist nicht hier, sondern hier oben. Das heißt, Schlagkraft ist weg. Also. Genau, siehst du die? Sonst würdest du die aufweisen. Wir stellen vor, ich wäre ein Angstscheiße. Ja, ja. Und wenn der Tag, Gegner. Ja, da wäre der Tag doch gelaufen. Du bist scheiße angestellt, ne? Geht aber. Ja? Ja. Ja, das müssen wir besser hinkriegen. Ja, ist doch einfach. Achso, ja, die sitzen nicht richtig. Meine Schlagfaust ist jetzt hier oben. Das heißt, wenn ich jetzt hier treffe, treffe ich nur mit meinen Fingern und nicht mehr mit meinen Knöcheln, wo die Schlaghärte kommt. Und hier unten sieht man, gucken meine Finger raus und bei jedem Schlag wird hier unten mein Nagel in meinen Daumen, in meinen Finger gequetscht. Und wir wollen nicht meckern, ist jetzt einfach so ein Ding. Wir hoffen das Beste. Aber das ist ja das, dass es Erfahrungen zu sammeln gilt. Und das ist ein Erfahrungswert, den man beim nächsten Mal im Vorfeld nicht mehr anbringen muss. Ja. Also muss man vorher Bescheid sagen, Leute, seht zu, dass ich Handschuhe habe, die mir auch passen. Und Jeff? Danach ist sie. Oh, vorbei. Ich stehe gerade noch hinterher. Du bist schon lange bei dir. Jawohl. Ganz langsam, ganz langsam. Ganz langsam. Hast du schön, Bro. Guck mal, der Joe hat sein letztes T-Shirt jetzt hier gesagt. Um nur zum Reden. Nur zum Reden. Einmal direkt zeigen, Daniel, und schön aufpassen. Schön aufpassen, Daniel, nicht so. Daniel, immer rein boxen. Nur boxen. Hoch die Arme. Komm, Daniel!
Komm doch dann rein! Ja, jetzt wirst du besser. Komm rein mit der Rechten! Ja, komm rein mit der Rechten! Das war besser. Und den Jab genauso reinstoßen. Komm doch mit der Rechten. Dass es diese Unterstützung gibt. Von daher lade ich euch. Danke vielmals für alles. Ja, war nicht zufrieden. Also, nächstes Mal besser. Ich muss auch andere Handschuhe haben. Danke, nochmal. Pass mal auf. Es war schon wieder besser als das letzte Mal. Ja. Es steigert sich von Mal zu Mal. Und da kommen solche Dinger daraus. Ja, ich schaffe es nicht, diesen Punkt zu treffen, wenn ich schlage. Dass der dann, genau dann an dem Punkt ist, dass ja, du schlägst solche Dinger raus, ja. Keine Ahnung. Und dann hast du keine Koordination mehr und gar nichts mehr. Ja. Wir haben gedacht, diesen Jab nach vorne drücken. Boom, einmal rin mit dem Jab. Gut, einmal habe ich das gemacht, einmal bin ich runtergegangen. Ja, also runter. Ich nochmal, du kommst mit dem Jab richtig raus und schon fällt um. So Leute, jetzt heißt es duschen, 4-0 und dann ein bisschen feiern mit den Leuten. Let's go. Let's go, Tim! Let's go! Ich bin zufrieden. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe für Elias. Er hat schön geboxt, verdient gewonnen. War geil. Und? Hat er gefallen? Ja, ja, ja. Das sind klackernde Dosen auf Action. Das sind Jogginghosen und Päckchen. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, kann ich jetzt mal Sperle, kann ich auf den Kick. Bei mir kannst du es und beim zweiten Mal machst du es falsch. Und dann müssen wir halt noch 100 Mal diese Technik machen. Aber du kannst es noch nicht umsetzen. Du kannst es also noch nicht. Resümee. Ja, hallo. Von mir aus, ich bin wieder zufrieden. Ich habe gewonnen. Nächster Schritt erreicht. Nein. Riesiges Ding, gemeistert vor vielen Zuschauern. Bin mega happy. So ja, viele sind gekommen. Wir gehen jetzt raus, genießen den Abend mit den Leuten. Ich werde, denke ich, morgen wieder ins Training gehen. Zwar nicht boxen, aber ich werde anfangen, locker zu laufen, Kraftsport. Und dann geht's los. Ich bin schon so dicht. Gut, Leute. Nächstes Jahr, Brecke-Lüger. Danke. Ist das übersprochen? Ja, aber gut. Steigen wir. Die. Mach hier einfach alle Jubel. Das ist jetzt eine Ansage. Gib mir 4 Jahre. Und 30 Kilo. Geiler Kampf, Bro. Weiter so. Sehr starker Kampf. Das war von Daniel ja gewohnt. Aber ich bin gespannt auf das, was noch kommt von ihm. Jo Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ruhe ist eingekehrt.
War ein mega geiles Event. Bin mega happy. Danke an Rainer Gottwald, an Markus Becker, die das ermöglicht haben. Ich sehe das für mich so als Gelegenheit umzuschwenken. Das heißt, saubere Ernährung, wieder richtig Gas geben im Training. 100% Vollgas. Es gibt nur noch Boxen. Es gibt nur noch Boxen YouTube. Prüfung jetzt Gott sei Dank bestanden. Heißt, eine Belastung jetzt schon weg. Wenn jetzt das Finanzielle sich noch in den Griff bekommt, dann sind wir komplett frei und können richtig Gas geben. Da freue ich mich richtig drauf. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mich so unterstützt. Für mich wird so ein kleiner Traum wahr. Das wollte ich schon immer haben beim Kickboxen. Da ist mir leider verwehrt bekommen. Gerade auch, weil ich so war, wie ich war. Und ich merke jetzt einfach, dass das super ankommt, dass ich einfach euch mitnehme, euch zeige, wie ich wirklich bin, wo die Reise hingeht und. Ich freue mich über jede Nachricht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich will, dass die Leute ein Video sehen und sagen, ein Video von Daniel. So soll das sein, ne? Bis dann haben wir noch einen weiten Weg. Sind da wo wir uns am ranhängen und wenn wir das geschafft haben, können wir eine richtig geile Community aufbauen, so einen richtig steilen Berg nach oben. Ich will nächstes Jahr, und das ist mein Traum und mein Ziel, dass wir nicht wie jetzt 5.000, 6.000 Leute sind im Offenbacher Stadion, sondern 20.000, dass wir das ganze Stadion voll machen. Das wäre echt mega brutal. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Wird auf jeden Fall geil. Ich nehme euch auf jeden Fall bei der Reise mit. Ich rede wieder viel zu viel, aber ich bin einfach happy. Ich wollte es nochmal loswerden, weil ich denke, das kommt nicht oft genug rüber, ne? Klar bin ich der Kämpfer und ohne mich geht nichts und ich muss gewinnen und ohne das Team geht auch nichts, aber ohne euch Fans ist das Ganze nicht interessant. Das hat dann keinen Gegenwert. Nur durch euch, durch dass die Leute darüber reden, zuschauen und wird das erst so riesig und wird zu dem geilen Ding, was sie haben. Das wird geil. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss. Schaltet beim nächsten Video ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen.